Guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und willkommen bei einem weiteren Video. Heute Special Guest, Army am Start. Ein Zuschauer, der mir einen sehr, sehr schönen Burger auf Instagram zugeschickt hat. Der Burger ist krass, musst du auf jeden Fall mal probieren. Also das ist nicht so der klassische Burger, das ist so ein richtig deftiger Burger. So ein richtiger Männerburger, ja, dickes Patty. Boah, der ist so. Okay. Das ist safe so. Der ist echt okay, heftig. Fleisch ist auch schön dick, kein Smashburger. Ja, okay, nice. Wir sind heute in der Stadt Erding. Es ist gutes Wetter, ein bisschen bewölkt. Ich glaube, später könnte es noch ein bisschen regnen. Und ich würde sagen, wir starten das Video. Viel Spaß. Geil. Aber Pommes sind's. Also, Frage: Wie bist du darauf gekommen, mir diesen Burger zu schicken? Das ist die erste Frage. Warum? Ich habe den gesehen und dachte mir, das müsst ihr probieren. Ich habe es auch Lukas geschickt, aber der hat nicht geantwortet. Okay, der ist arrogant, Bro. Der ist arrogant und abgehoben. Was hast du dort gegessen? Chili Cheeseburger. Chili Cheeseburger, okay. Ich habe aber auch den normalen Cheeseburger probiert. Okay, und beide sehr krass. Beide sehr krass. Chili Cheeseburger ist wirklich, ich mag den sehr bei Burger King, aber der hier, der ist next level. Okay. Und der ist extrem scharf. Ich denke mal dann auch so, ich würde es auch so machen, ich verlasse mich heute auf dein Wort und esse den. Perfekt. Probier den mal. Ich bin auch ein absoluter Chili Cheeseburger Fan, muss ich sagen. Auch der von Burger King ist einer meiner Lieblingsburger. Da sind sehr viel Jalapenos drauf, ne? Sehr okay. Viel Jalapenos. Okay. Also scharf musst du echt resistent sein. Okay, so scharf oder was? Boah. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Glaub mir. Das erste Mal sind wir in Erding. Ich war sonst immer nur in der Erdinger Therme, muss ich sagen. Echt? Schon mal gewesen? Ja, ja. Geil, oder? Ja, schon geil. Gibt's die noch? Ja, gibt's noch. Aber es gibt nichts Vergleichbares in der Nähe, man muss da hingehen. Ja, ja, es gibt auch, glaube ich, in Deutschland nichts Vergleichbares überhaupt. Nicht. Das ist das Krasseste. Das ist die größte Rutsche Europas, glaube ich. So. Echt? Ja, ja. Ah, krass. Ja, krass. Müssen wir da jetzt hoch? Ja. Okay. Auf jeden Fall, ich muss sagen, für die Leute aus Erding, so, ist schon ziemlich, ich würde sagen, dörflich, oder? Ja. Wenig Einwohner. Dörflich. Ja. Aber hat, ich finde, einen coolen Touch. So, man wirkt, man merkt, so, man ist in Bayern. Sieht ganz nice aus. Also man sieht hier auch auf jeden Fall, Freunde, schaut mal an. Sehr viele Menschen genießen einen schönen Drink, einen schönen Kaffee, etwas Leckeres zu essen. Die Stadt lebt, muss ich sagen. Die Stadt ist, da ist schon was los heute. Schöner Samstag, gell? Ist aber unter der Woche noch mehr los. Hier, oder was? Ja, ja. Und was, für was ist denn Erding eigentlich bekannt? Therme, dein Erdinger Weißbier. Und sonst gibt's nichts. Sonst gibt's nichts, aber es reicht ja für so ein kleineres Städtchen. No, also Erding, Leute, ich denke mal, jedem ist Erding ein Begriff. Jeder hat schon mal Erdinger Bier getrunken. Wie heißt der Burger? Gruber. Gruber? Ja, hi. Können wir uns deinen Stack setzen? Ja, klar, nimmt der oder unverschämt, okay. Ihr wollt. Ja, ja. Danke. Dankeschön. Gerne. Kurzer Blick in die Karte. Es gibt nicht viele Burger. Und ich finde, wenn es nicht viele Burger gibt, ist es immer ein gutes Zeichen. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall, weil die tun ihre Auswahl begrenzen. Ja. Und das, was sie machen, tun sie gut. Beef Burger, Cheeseburger, Chili Cheeseburger und ein Veggie Burger. Also es gibt drei Burger, weil Veggie Burger gibt es nicht. Zähle ich nicht. Bio-Rindfleisch. Ja. Bio-Rindfleisch? Sehr gut, ja. Also haben wir schon mal gutes Fleisch. Bio-Dry-Aged Rindfleisch, also gute Qualität. Die Burger haben auch einen saftigen Preis, sagen wir mal so, aber er hat auch gemeint, die Burger sind auch wirklich groß, mit Pommes dazu wahrscheinlich, oder? Deswegen finde ich, das ist dann auch ein fairer Preis so, aber das ist, muss jeder für sich selber entscheiden, was er bezahlen möchte. Wir nehmen einmal den Classic Cheeseburger, oder? Ja. Rindfleisch, Cheddar, Tomaten, Eisbergsalat, Special Burger Soße und Steakhouse Pommes. Und dann nehmen wir den Chili Cheeseburger mit Brioche Bun, doppelt Käse, scharf Jalapeno, Chipotle Soße und Steakhouse Pommes. Danke. Was wir auf jeden Fall mal festhalten müssen ist, Paulaner Spezi, Freunde. Ist es einfach, oder? Wusstest du, dass es nicht die originale Spezi ist? Sondern? Die originale Spezi ist Spezi. Die bezahlen die andere Spezi-Marke für den Namen. Ah, die auch Spezi heißt, oder? Ja. Ach, krass. Habe ich letztens gelesen. Krass, das habe ich nicht gewusst. Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, was das Original ist, aber das ist wahrscheinlich die beste. Also die Spezi schmeckt auch sehr gut, aber Paulaner Spezi ist schon Endgegner. Ja, danke schön. Wow. Die schauen gut aus, oder? Die sehen sehr gut aus. Sehr, sehr lecker. Danke. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann ist, die Burger sehen besser aus, als ich gedacht hätte. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich nicht zu viel versprochen. Auf jeden Fall. Vom Aussehen auf jeden Fall nicht. Die Pommes sehen auch überragend aus, finde ich. Ja. So, die haben schon diesen Five Guys Look. Ja, wenn man sich das Brioche Bun anschaut, ist schön soft. Das Fleisch sieht sehr, sehr saftig aus, muss ich sagen. Die Soßen da drin, auch sehr schön.
Jalapenos auf jeden Fall, wie du gemeint hast, nicht zu wenig. Ja, und die sind böse scharf, oder? Böse. Und die Soße ist auch scharf. Ach, die Soße selber ist auch scharf. Ja. Okay. Auf jeden Fall, aussehen würde ich dem Ganzen, muss ich ehrlich sagen, ist ein großer Burger so. Ist für mich, ich weiß jetzt nicht, was man da schöner machen kann. Was halt wichtig ist, dass ein Burger gut zusammenhält. Geht nicht kaputt. Ich habe es probiert, das geht nicht kaputt. Okay. Keine Chance. Das nervt mich immer voll bei Burgern, wenn die auseinanderfallen, aber der... Ja, also ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass du den Burger gut essen kannst, dass er... Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Das Fleisch ist medium. Oh, ist brutal. Der Cheeseburger ist krank. Ist es? Ja. Als allererstes natürlich, Leute, wir müssen eine Pommes testen. Die sehen auf jeden Fall sehr nach Five Guys aus, muss ich sagen. Die sind auf jeden Fall kartoffelig. Ich würde sagen, ein bisschen zu wenig Salz, aber ansonsten gut. Gewürze und Erdnussöl fehlt. Von Five Guys ist man echt verwöhnt. Mm. Das ist das, was Five Guys ausmacht. Ich habe das für zu Hause gekauft, die Pommes sind viel besser. Krass, die benutzen für die Pommes Erdnussöl, ja. Habe ich nicht gewusst. Deswegen überall diese Peanuts-Boxen bei Five Guys. Ich habe gedacht, dass die Peanuts-Boxen dafür sind, dass wenn du warten musst länger, dass du so Nüsse essen kannst. Nee, das ist fürs Öl. Ja, Freunde, ich muss ehrlich sagen, der Burger sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Wir haben zweimal Patties, wir haben Chipotle-Chili-Soße oder Chipotle-Soße, Jalapenos, Doppel-Cheddar und ein Brioche-Bun. Es ist auf jeden Fall echt ein Gerät, muss ich ehrlich sagen. Du brauchst auf jeden Fall eine große Klappe, um das beißen zu können. Ich muss nochmal hier reinbeißen. Außergewöhnlich, ne? Boah, der Burger ist wirklich sehr, sehr gut, Bro. Du siehst selber, man muss hier kaum kauen. Also, ich muss sagen so, das merkt man sofort, dass das gute Qualität ist. Das Fleisch ist wie Butter, es verschwindet in deinem Mund, sobald du drauf gebissen hast. Das Brioche-Bun ist schön butterig, schön vollgesaugt mit dem ganzen Juice von dem Fleisch und von dem Käse und den Jalapenos. Der Burger macht auf jeden Fall Spaß, muss ich ehrlich sagen. Nicht zu viel. Hast du auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Ich wusste es, erster Biss, ich muss euch zeigen. Man hat wirklich Angst, wenn man diesen Burger in die Hand nimmt. Man hat so leicht zittrige Hände. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf jeden Fall der Burger, auch mit meinen großen Händen, ist ein Block. So wirklich, da ist was dran. Das Fleisch, die haben auch nicht wirklich gegeizt mit dem Fleisch. Ich finde, das Brioche-Bun ist so gut konstruiert oder passt so gut mit diesem Burger, dass da einfach nichts rausfällt. Ich habe abgebissen, nicht eine Jalapeno, nichts ist rausgefallen. Das Fleisch, Butter, butterweich. Butterweich. Geiler Eigengeschmack. Ich muss ehrlich sagen, ein kleines Meisterwerk ist dieser Burger. Ich glaube, das Brot ist auf jeden Fall selber gemacht, so gut wie das ist, weil das kannst du nirgends kaufen. Ich kaufe viel Brioche-Buns und so immer. Ich schaue neue Sachen, aber so gut kannst du keins kaufen. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass die es hier nicht selber machen, aber die haben einen Bäcker, der es denen liefert. Was ist so, also Burger ist wahrscheinlich deine Lieblingsspeise, oder? Ja. Okay, dann, sind wir schon mal, dann werden wir schon mal gute Freunde so. Ja. Was würdest du sagen, ist so dein Favorite Burger? Normaler Cheeseburger, aber Doppel-Patty. Ja, aber von wo? Also wo isst du ihn am liebsten? Ach so, wenn ich draußen essen gehen muss. Ja. Five Guys und Tijuana hat einen sehr guten. Tijuana in München? Ja, Leopoldstraße. Okay. Der ist auch sehr, der ist auch so, ja, sehr deftig. Okay, okay. Aber Five Guys und In-N-Out in L.A. Killer. Waren wir und auch, in Dubai, ja, sind auch krasse Burger. Viele Leute mögen Five Guys nicht. Die sagen Five Guys nicht gut. Das habe ich noch nie verstanden. Die haben einfach keine Ahnung, oder? Also an alle Leute da draußen, wenn ihr sagt, Five Guys schmeckt nicht, ihr habt keine Ahnung. Punkt, Ende aus. Cheeseburger von McDonald's, das ist aber kein Burger. Ah, Cheeseburger McDonald's ist auch sehr gut. Burger with confidence. When I go to the road, I keep centered by sip on it. Take a trip on it. When I go, you can go slow. Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass der Hamburger in Hamburg erfunden wurde? Ja, also, ich hab das schon gelesen. Woher kommt der Hamburger, oder? Ich bin kein Roboter, muss ich erstmal machen. Ich will nur wissen, woher der Hamburger kommt jetzt. Hamburger Wikipedia. Hamburger. Oder kurz Burger ist ein weltweit verbreitetes Sandwich. Eine spezielle Brötchenbahn besteht mit verschiedenen Belegen, hauptsächlich jedoch ein Gerät. Geschichte. Das ist nämlich auch, was ich wusste. Das erste burgerähnliche Gericht entstammt der chinesischen Küche. Ich hatte das Thema nämlich, glaube ich, mit Lukas in L.A. oder so. Und er hat mir das mal gesagt. Der erste wirklich. Ja,
Gabor, chinesische Küche, der erste, das erste Hamburger-ähnliche also Gericht. Wenn man es genau nehmen würde, irgendwo in China ist der erste Hamburger gemacht worden. Ist nicht Amerika, nicht Deutschland, China. Auf jeden Fall, dieser Burger macht Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich genug gesagt habe zu dem Burger. Aber ich würde sagen, wir essen auf, sitzen noch, quatschen noch ein bisschen und dann sehen wir uns vor dem Restaurant. Und dann geben wir mal unsere Meinung ab, dann gebe ich wirklich genau meine Meinung ab, was ich von diesem Burger halte und wo ich diesen Burger hinsetzen will. Eine Ewigkeit später. So Freunde, das Essen ist aufgegessen. Ich muss ehrlich sagen, Respekt, Bro. Ami hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Burger empfohlen. So, ich muss ehrlich sagen, ich würde hier safe wieder herkommen, den essen. Auf jeden Fall. So, der war sehr lecker. Das Fleisch war geil. Die Brioche-Buns waren geil. Der Käse war super lecker. Auch die richtige Menge. Es war nicht zu viel, nicht zu wenig drauf auf dem Burger. Das war eine Riesenportion. Und man wird satt. Genau. Mehr als satt. Und man wird satt. 20 Euro, finde ich, ist genau der richtige Preis für diese Menge. Das stimmt. Für die Qualität, das ist wirklich super Fleisch gewesen, das hat man gemerkt. Und ja, Kuss geht raus. Zeig mal her den Sound. Junge, wie laut ist es? Alter, bleibt er erstmal alleine so laut und dann geht er ja runter, oder was? Ist kein Schatz. Ach, crazy. Ist ja nicht so laut. Auf jeden Fall, checkt den Brie ab, unten verlinkt. Danke fürs Einschalten, falls ihr den Burger kennt oder falls ihr auch mal Bock habt, bei so einem Video dabei zu sein. Meldet euch auf Instagram, schreibt mir eine Mail, wie auch immer. Kuss geht raus, peace. Natürlich dürft ihr mir gerne auch auf Twitch folgen, der Link ist unten in der Infobox. Kuss geht raus.